Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live. Bei mir zu Gast ist jetzt die Verfassungs- und Europaministerin Caroline Edtstadler. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Fellner. Frau Ministerin, Sie haben heute nach längerem Anlauf jetzt das Informationsfreiheitsgesetz, viele titulieren es auch als Abschaffung des Amtsgeheimnisses, verkündet. Warum hat das so lange gedauert? Was lange währt, wird endlich gut, habe ich heute schon einmal gesagt. Wir haben tatsächlich rund 3,5 Jahre an diesem Gesetz gearbeitet. Es war ein umfangreicher Prozess auch nach dem Begutachtungsverfahren. Es sind über 200 Stellungnahmen eingegangen. Ja, ich erinnere, das war im Jahr 2021 und es ist tatsächlich so, dass wir mit dem Informationsfreiheitsgesetz und der Änderung der österreichischen Bundesverfassung hier einen Paradigmenwechsel durchführen. Wir gehen weg vom Amtsgeheimnis, das jetzt dann fast 100 Jahre existiert hat, hin zu einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Zugang zu Informationen. Also wir drehen unser System um 180% oder 180 Grad, so muss man sagen, und gehen also weg vom Schweigen hin zum grundsätzlichen Zugang auf Recht, auf Informationen. Das sollte zukünftig die Regel sein. Und die Nichterteilung von Informationen, das kann natürlich auch sein, aus datenschutzrechtlichen Gründen oder sicherheitspolitischen Gründen, wird die Ausnahme sein. Mhm. Gibt es natürlich einige Unkenrufe, die sagen, naja, hat diese Einigung vielleicht irgendwas damit zu tun, dass da vor ein paar Tagen ein Mail rausgegangen ist, dass die ÖVP einen Urschuss gegen die Grünen geplant hat, die Stimmung in der Koalition war vielleicht nicht ganz so gut und man wollte den Koalitionspartner jetzt besänftigen? Na, ganz und gar nicht. Ich kann also das sagen. Ich habe mit dem Vizekanzler Werner Kogler ja schon jetzt mittlerweile mehrere Jahre dieses Thema auch bearbeitet. Wir haben zahllose Gespräche gemeinsam geführt. Ich habe alleine selbst rund 70 Runden gemacht, Einzelgespräche, aber auch größere Runden zu diesem Thema. Ich habe es immer vorangetrieben und ich bin da immer wieder gefragt worden, ich würde mal sagen, wöchentlich, wann kommt es endlich? Und wir haben also wirklich auch jetzt Schwung in die Debatte reingebracht, vor einigen Monaten schon. Und jetzt sind wir dort, wo wir hin wollten. Wir haben wirklich versucht, auf alle zuzugehen, die Sorgen und Nöte und Ängste, die auch verbunden sind mit so einem großen Wechsel, auch einzufangen. Und das muss ich schon auch sagen, wenn man sagt, das hat so lange gedauert. Ja, es ist natürlich eine lange Zeit, wenn man 3,5 Jahre auch tüftelt an einem Gesetz und immer wieder mit allen redet. Aber dieser Paradigmenwechsel muss sich ja vor allem in den Köpfen der Menschen auch durchsetzen. Das muss auch bei denen ankommen und da braucht man das Commitment, die dieses Gesetz zukünftig zu vollstrecken haben und Informationen hergeben müssen. Und insofern, glaube ich, war das eine ganz, ganz wichtige Zeit, die es auch gebraucht hat, dass man ein Jahrhundertgesetz ändert. Also 1925 ist es in die Verfassung gekommen. Im Jahr 1925 sollte es endgültig in der Mottenkiste der Republik landen. Jetzt haben Sie zwar die Einigung mit dem Koalitionspartner, Sie brauchen aber eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Eine Partei, nämlich die FPÖ, hat schon mal gesagt, sie wird dem nicht zustimmen. Die FPÖ-Verfassungssprecherin hat heute gesagt, das ist ein Kniefall vor den ÖVP-Bürgermeistern, weil eben die kleinen Gemeinden nicht dabei sind. Also es ist erstens einmal nicht richtig, aber es wundert mich diese Reaktion, um ehrlich zu sein, auch nicht. Ja, es gibt eine andere große Koalitionspartei, wo ich also wirklich hoffe, dass das, was jetzt immer gesagt wurde, nämlich auch umgesetzt wird, insbesondere von der SPÖ, auch die Neos haben immer gedrängt darauf, dass es kommt. Gut, alleine können die keine Verfassungsmehrheit herstellen, aber es ist so, dass die Gemeinden selbstverständlich umfasst sind von der Informationsfreiheit. Aber diese Informationsfreiheit steht auf zwei Säulen. Nur über 5.000 Einwohner. Ja, warten Sie, diese Informationsfreiheit steht auf zwei Säulen. Die eine Säule ist die proaktive Informationspflicht. Das heißt, wo in ein Register, in das sogenannte Informationsregister, Daten eingespeichert werden, um dort allgemein abgefragt werden zu können. Und das Zweite ist die passive Informationspflicht, ich habe heute schon ein bisschen zu viel gesprochen, glaube ich, wo also es darum geht, dass Bürgerinnen und Bürger Informationsersuchen stellen und dann diese beauskunftet bekommen. Und bei den Gemeinden ist es so, dass nur Gemeinden über 5.000 Einwohnern tatsächlich proaktiv in dieses Register einspeichern. Warum? Weil natürlich Gemeinden unter 5.000 Einwohnern oder bis zu einen viel kleineren Verwaltungsapparat haben, was ja auch im Sinne der Sparsamkeit ist und der Effizienz und weniger Bürokratie. Und deshalb haben wir gesagt, es ist sachlich gerechtfertigt, dass hier nur auf Anfrage erteilt wird. Aber wenn die Gemeinde hier proaktiv was einspielen möchte, dann geht es natürlich, und das wird sich, glaube ich, auch einspielen. Jetzt gibt es auch von Transparency International dazu eine Meinung. Die sagen einerseits, das Eigenlob der Regierung sei etwas zu dick aufgetragen.
nehmen aber auch Bezug auf das, was Sie gesagt haben, den Aufwand für die Gemeinden. Und Georg Krakow von den Transparency International meint eben, das stimme nicht und das hätte keinen zusätzlichen Aufwand für diese kleinen Gemeinden bedeutet. Na, selbstverständlich ist es ein Aufwand. Also wenn er das Gesetz liest, wird er das auch sehen. Es ist ja dieses Informationsregister auch aktuell zu halten. Es sind die Informationen so lange und so weit einzuspeichern, als sie von allgemeinem Interesse sind. Das heißt, alles, was hier reingespeichert wird, muss auch im Vorfeld auf die allgemeine Interessensfähigkeit sozusagen geprüft werden. Es müssen mitunter datenschutzrechtliche Schwärzungen vorgenommen werden, dass also nicht persönliche Daten dann dort für die ganze Welt abrufbar sind. Und insofern ist es natürlich ein Aufwand und das muss ja laufend überprüft werden. Also eine Gemeinde, die auch vielleicht gar keinen Juristen angestellt hat, die tut sich da schwer und wir sehen das ja auch jetzt schon nach der Änderung des Artikel 20 Absatz 5 Bundesverfassungsgesetz, wo ja ein Vorgriff auf das Informationsfreiheitsgesetz schon gemacht worden ist. Da gibt es große Schwierigkeiten auch für Gemeinden und deshalb haben wir gesagt, das soll in ein Regime. Und die, die unter 5.000 Einwohner haben, die sollen nur von der passiven betroffen sein. Aber jeder kann da auch die Auskunft bekommen von der Gemeinde, ganz egal, wie groß oder klein sie ist. Jetzt klingt das natürlich alles immer sehr technisch. Was bringt das denn eigentlich dem Bürger Ihrer Meinung nach? Transparenz. Also es macht einfach den Staat, die Verwaltung transparent und das war unser höchstes Ziel. Daneben war es mein Anspruch immer, neben diesem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Grundrecht und damit auch der Durchsetzbarkeit vor den Gerichten, dafür Sorge zu tragen, dass die Verwaltung tatsächlich handlungsfähig bleibt. Und es hat niemand was davon, wenn da jetzt alle zugeschüttet werden mit Informationsersuchen und eigentlich zur Arbeit nicht mehr kommen. Und das war sozusagen auch Richtschnur für uns in dieser Gesetzeswerdung. Mhm. Jetzt haben Sie sich mit den Grünen geeinigt. Wie Sie mir selber gesagt, was ein gutes Ding braucht Weile. Wie ist denn generell die Stimmung momentan mit den Grünen? Weil bis auf die Pressekonferenz heute waren ja in den letzten Tagen eher raue Töne von Ihrem Koalitionspartner in Richtung ÖVP zu hören und vice versa, muss man sagen, ja, wenn man das E-Mail zum Beispiel hernimmt. Ich glaube, ich würde das mit einer guten Ehe vergleichen, da rumpelt es einmal und dann rauft man sie wieder zusammen, aber das, ich würde das überhaupt nicht in irgendeiner Form sozusagen bewerten wollen. Es gab, soweit ich weiß, gestern eine Pressekonferenz mit dem Finanzminister und dem Gesundheitsminister, auch zum Finanzausgleich. Also da schafft man ja Stück für Stück wichtige Meilensteine und auch Durchbrüche, die allen was bringen und wir arbeiten für dieses Land. Also ich kann nur sagen, mein Gesprächsklima mit den Grünen, vor allem mit dem Vizekanzler, auch mit dem ich jetzt ja viel zu tun hatte, ist ein sehr, sehr gutes. Wir haben hier an einem Strang gezogen und es geht nicht immer in erster Linie darum, wie die Stimmung ist, sondern es geht darum, dass man was für das Land weiterbringt und das tun wir jeden Tag. Apropos weiterbringen, was ja auch auf der Agenda steht der Koalition oder im Koalitionsabkommen ist, ist ein Bundesstaatsanwalt. Wird er kommen? Wie sieht es da mit einer Einigung aus? In dem Koalitionsabkommen steht er nicht. Er steht in einem Ministerratsvortrag vom Februar 2021, wo wir uns darauf geeinigt haben, die Weisungsspitze, also der Staatsanwaltschaft, zu entpolitisieren, weg vom Justizminister, der Justizministerin, hin zu einem unabhängigen Bundesstaatsanwalt. Es sind ja auch noch drei andere Punkte drinnen: Verkürzung der Verfahren, Verfahrenskostenersatz und die Beschuldigtenrechte stärken. Ich bin hier in Gesprächen, insbesondere auch was diese letzten drei Punkte betrifft, mit der Justizministerin. Erhoffe und erwarte mir auch, dass es hier dann einmal konkrete Vorschläge gibt. Manche Dinge, die da reinfallen, sind auch derzeit vor dem Verfassungsgerichtshof noch anhängig, also etwa Handydatensicherstellung. Und da könnte dann schon auch noch was weitergehen. Was den Bundesstaatsanwalt betrifft, gibt es eine rote Linie, die ich formuliert habe. Und das heißt, kein Dreier-Senat, sondern eine monokratische Spitze, die dem Parlament gegenüber verantwortlich ist, bei der Bestellung, bei der Abberufung und auch bei der laufenden Kontrolle. Und da stehen sich zwei Meinungen gegenüber und das ist im Moment der Stand der Dinge. Aber da gibt es sozusagen von Ihnen auch keinen Kompromiss, diese rote Linie bleibt. So ist es. Meine rote Linie ist hier klar formuliert. Dann würde ich abschließend noch gern zum Thema kommen, das die Schlagzeilen beherrscht hat in den letzten Tagen. Das Video des Bundeskanzlers, dieser Hamburger-Saga. Verstehen Sie die Kritik, die das ausgelöst hat? Weil der Bundeskanzler selber hat sich ja bisher nicht entschuldigt dafür. Ich habe mitbekommen und auch an Reaktionen gespürt, dass die Emotionen hier sehr hochgegangen sind. Ich glaube, man muss schon immer auch den Zusammenhang sehen und vor allem, man sollte die Kirche im Dorf lassen, was eigentlich gemeint war. Und was der Bundeskanzler auch zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass diese Bundesregierung wirklich extrem viele Maßnahmen gesetzt hat, insbesondere
für Bedürftige, die es brauchen, die einen zusätzlichen Anschub auch brauchen. Wir haben die Valorisierung der Familienbeihilfe vorgenommen. Wir haben den Familienbonus auf 2.000 Euro erhöht. Es gibt 60 Euro mehr pro Monat für einkommensschwache Familien pro Kind. Also da ist so viel an Maßnahmen gesetzt worden. Und es war so auch die Reaktion auf das, was von manchen in diesem Land gemacht wird, dass alles schlecht geredet wird und dass alles nur schlecht ist und die Bundesregierung nichts tut. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Und insofern kann ich nur sagen, schauen wir uns die Fakten an. Wir sind in einer verantwortungsvollen Position und wir versuchen wirklich auch auf die Rücksicht zu nehmen und auf die zu schauen, die diese Unterstützung brauchen und setzen hier regelmäßig wirklich auch viele Maßnahmen. Mhm. Gemeint und gesagt ist halt oft nicht das Gleiche. Sie sind selber Mutter. Was halten Sie vom Ernährungstipp, Kinder mit Hamburgern und Pommes zu ernähren? Ich glaube, es wäre falsch, hier jetzt einfach jedes Wort auf die Waagschale zu legen. Wir wissen es, wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder dann schnell mit dem Handy auch eine Aufnahme macht. Davor ist keiner gefeit, dass man mal was sagt, was vielleicht man überlegterweise in einer anderen Art und Weise ausformuliert hätte. Aber bleiben wir bei den Fakten. Reden wir uns dieses Land nicht schlecht und schauen wir vor allem hin, was alles an Maßnahmen gesetzt worden ist. Und hier, glaube ich, wird wirklich jedem geholfen. Und wenn es Probleme gibt, dann sind wir alle auch da, um als Ansprechpersonen zu fungieren und die Lücken sozusagen auszumerzen, die es vielleicht da und dort geben sollte. Ich glaube, es ist wirklich im Moment sehr viel getan und auch wirklich alles an Unterstützung geboten, was Bedürftige auch brauchen. Hm. Viele orten ja da jetzt schon einen Vorwahlkampf. Sehen Sie das auch? Naja, es ist schon spürbar natürlich, dass manche auch ihre Positionen abstecken. Das betrifft aber jetzt nicht nur die Regierungsparteien, sondern wenn man sich die harsche Kritik über einzelne Dinge auch anschaut und die dann hochgespielt werden, dann ist es wohl ein bisschen auch die Stimmung gerade in diesem Land. Und deshalb sage ich noch einmal, gehen wir zurück zu den Fakten, schauen wir, was die Sache ist und arbeiten wir weiterhin für dieses Land. Wir tun's und ein bisschen Konstruktivität von den anderen, glaube ich, sollte man hier auch erwarten. Das geht jetzt in Richtung natürlich auch von Oppositionsparteien oder auch in manche Richtung der SPÖ, wo einfach vieles wirklich schlecht geredet wird, was nicht den Tatsachen entspricht. Und weil Sie gerade das Arbeiten ansprechen, wie lange wird diese Regierung denn noch arbeiten? Bis zum Ende der Legislaturperiode? Das ist der Plan. Wir haben noch einiges vor. Also heute ist ein großer Meilenstein gelungen mit der Präsentation des Entwurfs zum Informationsfreiheitsgesetz. Und insofern wird es jetzt natürlich auch noch ein bisschen Zeit brauchen, das mit der Oppositionsparteien zu verhandeln und hoffentlich eine Lösung zu finden. Wir sind fest entschlossen, bis zum Schluss auch weiterzuarbeiten. Abschließende Frage noch vor der Nationalratswahl oder nach der Nationalratswahl. Schauen wir mal, findet auch eine EU-Wahl statt. Da werden Sie immer wieder als mögliche Spitzenkandidatin der ÖVP genannt und danach auch als potenzielle Kommissarin von Österreich, also EU-Kommissarin von Österreich besetzt. Würde Sie das reizen? Was fix ist, ist die Wahlen zum Europäischen Parlament. Die finden am 9. Juni statt. Das ist fix, ja. Was meine Positionierung da auf irgendwelchen Listen betrifft, habe ich mich klar geäußert. Und was sonst kommen möge, das steht wohl in den Sternen. Da sollten wir vielleicht besser Gerda Rogers fragen. Okay, gut. Vielen Dank, Frau Ministerin. Danke Ihnen. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter.